Hallo? Okay, und der ist auf einmal raus. Ist der noch drin im Spiel, oder? Nee, der ist komplett raus. Aua, scheiße. Ey, wo kommt die Spinne auf einmal her? Ja, ansonsten würde ich sagen, lade ich mal einen anderen wieder ein, weil er ist ja jetzt rausgegangen. Ich guck mal ganz fix. Aua, ey, wo kommen die Spinnen verdammt nochmal? Hier ist schon wieder eine zweite Spinne. Geht doch. Jetzt bist du tot, Anna, weil ich bash dich dann weg. So, ich stelle mich jetzt mal ganz kurz hin. Ich gehe jetzt mal kurz gucken, wie ich noch einladen könnte. Ich habe bestimmt schon ein paar mehrere Nachrichten bekommen. Ich würde mal sagen... Mal lade ich den Nevada-Kaktus ein. Der hat mir gerade schon eine Nachricht geschrieben. Ja. Oh, nicht wieder der. Ey, der schreit nur die ganze Zeit. Aber der tötet wieder alle. Na gut, dann nehme ich eben einen. Nehme ich halt einen, ne? Ganz ruhig. So, zum Party und zum Spiel einladen. Boah, meine Stimme ist schon wieder weg, de. Ich finde das so rollig, wenn man gerade erst aufgestanden ist. Dann braucht die Stimme so ein paar Stunden, bis sie erstmal wieder richtig da ist. Oh, jetzt kann ich mir echt eine Holzachs machen hier. Oh. Und so, mal gucken, wann man beitritt. Ich habe den jetzt mal eingeladen. Ich weiß gar nicht, irgendwo brauche ich Holz. Ich brauche von irgendwo wieder Holz. Ich gehe erstmal nach hinten, mal gucken, vielleicht ist noch... Oh, das ist ein Enderman. Enderman. Stirb. Stirb. Scheiß Ding, Alter. Boah, ich habe echt die scheiß Position, wo ich gerade kämpfe, oder? Ah, ich habe eine Enderpelle bekommen. Geil. Wenn du heute wieder Black Ops 2 zockst, darf ich dir nachscheinen. Nein. Was ist das für eine Frage? Ey, guck mal. Stell dir mal vor, die Leute wären so, wenn Allotrix streamen würde oder so, wenn irgendeiner streamen würde. Kriegst du wirklich 10 Nachrichten, wo er drin steht, darf ich dir nachjoinen? Was wäre da wohl die logische Antwort drauf? Ich will den einladen, vielleicht kann er was. Ja, das ist wirklich so passiert, das ist, glaube ich, wohl eher ein bisschen unwahrscheinlich. Ich glaube, den Einladen gepasst. Na, unsere Leute. Also, ich habe schon einen Freund. Ah, du hast einen Freund, ja? Ja, und der Remix ist auch. Also, oh nee, nicht der schon Auto wieder hier. Was steht der Parrot? Ja, der andere mit Autosicht gerade. Ja komm, nee, das brauchen wir nicht schon wieder. Dass Satir schwul ist, bitte. Ja, das brauchen wir nicht. Das nicht wieder. Warum? Hat sie das irgendwas jetzt innerlich zerstört oder so? Oder wie kommst du jetzt darauf? Vor allem, das braucht dich doch gar nicht kümmern. Das sagt er doch nicht zu dir, oder was? Ist doch egal. Baut eigentlich hier die Scheiße weiter. Ey, warum sind ja immer so eine scheiß großen Bäume, Alter? Den Scheiß da oben kommst du gar nicht ran. Die Mammutbäume da. Ey, ich stehe hier gerade von so einem scheiß Baum, gerade das unterste weggecraftet. Jetzt muss ich mir noch mit Kies nach oben bauen, damit ich an dieses scheiß Holz oben rankomme. Das ist doch total unnötig, der Scheiß. Ich finde immer diese kleinen Bäume, die sind immer total geil. Da baust du alles ganz fixes Holz ab, geht ganz schnell und dann kannst du wieder einen neuen Baum pflanzen. Weil bei den scheiß. Kletterst du hoch, baust die ganzen scheiß Dinge ab. Na, das ist doch scheiße. Den gehört diese Mine hier unten. Welche Mine? Achso, wenn du im Wasser runtergehst? Im Wasser unten, oder? Nein, hier rum, vor deinem Haus ist so ein... Vor meinem Haus? Na, Keller, Dingsbums. Nee, nicht direkt in deinem Haus. Da ist eh egal. Also, wenn da irgendwie so ein großes Haus ist, wo dann so ein Weg nach unten ist in den Keller, wo dann so eine Steinfarm ist und so, dann ist es meine. Ja, ich weiß eh, diese Cobblestone Generator. Ja, das kleine Ding, was ich dort hingestellt habe. Ist aber auch nur so ein kleines Testing, einfach nur so, damit ich nicht immer Stein abbauen muss. Ja. Weil manche haben das ja gesehen, was ich da hatte für eine riesige Mine näher bei meinem einen Let's Play, wo ich das alleine aufgenommen habe. Da habe ich auch so eine riesige Mine näher gehabt. Weil ich einfach nur Stein braute. Das fuckt einen ab, wenn du jedes Mal so eine scheiß große Dinger bauen musst. Und das ist einfach dann näher komisch. Ich meine, gut, das ist schon ziemlich fett, wenn du so ein Ding hast, was du alles abgebaut hast. Aber das brauchst du ja nicht andauernd. Ich finde dein Haus wirklich voll geil. Das, was ich jetzt hier stehen habe, das ist doch nicht geil. Das ist doch reingehart. Ich bin noch nicht mal richtig fertig mit den Dingern. Ich baue mir jetzt demnächst auch ein neues Haus. Ich weiß noch nicht wo, aber weg von Underman. Ja, ich auch. Vielleicht. Aber weg von mir. Ey, aber bloß weg von mir dann. Weil ich will nicht immer so, dass alle direkt... Vor allem, du baust das immer direkt neben mir. Oder sogar, nee, drinnen sogar. Weil ich wollte unter Wasser bauen, dann bist du auch direkt da drinnen noch mit reingebaut. Das kannst du doch nicht immer machen. Bei meinem Durchgang hast du auch mit reingebaut. Dann habe ich da unten noch was drin, da hast du auch noch mit reingebaut. Du warst gerade schon wieder bei mir im Haus drin. Und irgendein Idiot hat gerade meine scheiß Karte abgebaut. Ey, welches Arschloch jetzt? Ich sag mal wirklich, wo, so wie es ist. Welches Arschloch hat meine Karte jetzt geklaut? Ich nicht.
Ich weiß auch nicht. Ey, jetzt mal ich ohne Witz, Alter, was ist das schon wieder für eine Scheiße? Jetzt ist meine fünfte Karte weg, nur weil ich dieses Scheißding an der Wand haben wollte, weil es dann besser aussieht. Ey, nee, Alter, was ist denn das? Ey, mein, mit manchen Leuten kannst du echt nicht vernünftig spielen. Doch, ey, in ein Haus. Nee, weil ich finde das jetzt echt scheiße. Also, wer das immer war, ich finde das nämlich gerade echt scheiße, weil ich habe das Ding ja echt schön hinplatziert. Willst du meine haben, sagt dir. Nee, das ist mir jetzt auch egal, weil bräuchte auch schon wieder so einen Bilderrahmen. Und da habe ich ganz ehrlich jetzt keinen Bock, nochmal schon wieder sowas zu machen. Aber ich finde es komisch, die Leute schicken mir alle hier, kann ich mitmachen, und wenn ich dann gucke, ob die on sind, sind sie alle off. Also das finde ich... Ne, weil ich gucke hier gerade durch, wenn ich mal noch einladen könnte, weil gerade Platz ist. Aber... ist er hier... Ach, Rohrgecko, auch da? Ja. Ach, hast kein Kinect mehr, ne? Hallo? Ja. Ich. Ah, gut, dann kannst du mitmachen dann. Aber das Kinect, das war ja scheiße, was du hattest. Ich weiß auch nicht, hast du, glaube ich, zu nah an deinen Controller dran gehabt oder so? Weil das war ja richtig laut, wo du auf Tasten geklopft hast. Das war ja nicht normal. Und irgendeiner hat meine Enderperle geklaut. Ich kann hier echt nichts in die Truhe stecken, ne? Ich kann wirklich nichts in die Truhe stecken. Immer wenn ich irgendwie reingucke, fehlt irgendetwas. Ich brauche unbedingt eine verdammte Endertruhe. Ich guck mal kurz, wie man die baut. Mann. Okay, ich brauche ein Ende-Auge. Okay, wie baue ich ein Ende-Auge? Da war das. So ein komisches Staubding brauche ich dann. Woher kriege ich jetzt so ein komisches Staubzeug? So ein goldenes. Ach, warte, aus dem Nether, genau. Das waren ja diese komischen Feuerdinger da, ne? Ja, die Lohn. Gut. Lohnroute. Da weiß ich schon, wo ich jetzt hingehe. Ja. Ich gehe mal fix in den Nether. Ich mache auch gleich mit Glowstone mit. Warte, kannst du mir auch so eine rote mitbringen? Ich werde erstmal gucken, ob ich überhaupt. Ey, ich bin hier nicht der Lieferant. Ich guck erstmal, ob ich selber erstmal einen ranbekomme. Sind aber schwer, die sind sehr stark. Ja, ich hab Dia-Rüstung komplett, also daher dürfte das nicht ganz so schwer sein. Ja. Ich hab auch noch eine. Trotzdem sauerstoff. Ja, ich hab ja noch eine Enderperle, dann kann ich mich noch zur Not ganz schnell wegporten einfach. Nein, das Bruder, bis er noch nicht gibt, weil dann wärst du, glaube ich, voll im Arsch. Ja, ich muss aber das Ding so werfen, dass ich nicht irgendwie in der Lava lande. What? Da ist gleich direkt ein Gas vor der Tür, ne? Ey, glaub mich, spinn. Da. Attack. Ein Schuss mit dem Bogen und das Gas ist tot, Alter. Okay, ich glaube, mein Bogen ist ein bisschen OP. Komm, jump. Erfahrungspunkte. Aber das waren nicht diese komischen Glibber-Dinger, diese viereckigen, oder? Nee, ne? Das waren doch diese gelb-goldenen Dinger. Ja, aber ich habe nämlich gerade hier so ein Schleimding, glaube ich, so ein rotes Ding, habe ich gerade getötet. Da kommen ja diese kleinen Dinger raus, die kriege ich auch mal ganz fix. Vielleicht bringt mir das ja irgendwas, wenn ich die ganzen Dinger erstmal wegklatsche hier. Weg. Für was sind eigentlich diese anderen komischen Bälle da, diese golden-grünen Schleimbälle da? Damit kannst du einen Trank der Feuerresistenz machen. Na, Feuerresistenz ist jetzt nicht, glaube ich, so das Ding, was du unbedingt brauchst. Wenn dir die Lava fällt, kannst du dir was nützen. Ja, wenn man da reinfällt, aber fall erstmal rein. Ja, sagt der Richtige, ne? Ja, das war Pech am Anfang. Da kann ich nichts für. Wer setzt denn so einen Scheiß? Wer hat das genau so hingebaut, dass da wirklich nur ein einziges Ding frei ist, wo ich dann direkt reinspringe? Also ich sehe dich da, ich stand direkt neben dir und du gehst einfach, ja, du fällst einfach runter in die Lava, ey. Ja, ich bin einfach gerade ausgegangen. Vor allem, das siehst du nicht, wenn du da hochspringst. Ich schwer irgendwo ein Gas. Ich bin gerade schon wieder irgendwas in die Luft geflogen. Ach, da oben ist der. Kassierst also mein Headshot? Mann, Alter. Oh, ich glaube, 3 Pfeile braucht man, um den Ding zu töten, ne? Ja. Ach, guck mal, da kommen die Erfahrungskugeln runtergefallen. Es regnet. Und die Dinger landen genau da, wo ich nicht hinkomme. Leck mich doch. Ach genau, ich brauche noch ein bisschen Nether-Quarz, wollte ich auch noch ein bisschen mitnehmen. Ja, bist du auch gerade im Nether, oder was? Oh, ein Gas. Scheiße, auf mich schießt ein Gas und ich habe keinen erwischt. Ja, das ist ein bisschen schade, ne? Also man sollte sich immer schon so ein bisschen vorbereiten, wenn man reingeht. Anpassieren. Hm? Ja, warum?
Nessa, Warze. Braucht irgendjemand eine Warze? Ich hab hier ein paar. Nee, die kann. Du, Soul Sand anpflanzen, da kannst du den Netherwarzen vermachen. Ich kann Soul Sand. Was bringen mir Netherwarzen? Da kann mir kein Getränk machen. Ja, musst du Getränke machen, aber. Was braucht man so weit schon großartig? Warte mal, ich kann jetzt hier hin. Ich hab auch eine Netherwarzenform unten stehen. Warte mal, ich fress jetzt mal ein Brot, danach töte ich jetzt mal die Zombie-Picks, die hier überall sind. Ah ne, warte mal, da hinten ist noch ein Gas auf dem Boden. Oh, den kann ich mit dem Tierschwert angreifen. Oh, der gehört mir. Ach, der schießt sogar auf mich. Aua! Du bist ge-one-hitted hier. Komm her, du scheiß Gas hier. Ja, hab ich dich. What, da ist noch ein zweiter, der auf mich schießt. Komm her, dich krieg ich auch noch da oben. Kommt hier erstmal so ein Longshot. Erwischt. Noch ein Ding. Und gekillt. Oh Mann, ja, die Erfahrungspunkte gehen immer da an, wo man nicht hinkommt. Das kotzt mich immer so an bei den Scheiße. Ja, wenn man Eis und Soul Sand, also wenn man Eis und Soul Sand... Dann kann man eigentlich nicht mehr gehen, weil dann ist es voll langsam. Was könnte ich jetzt wegschmeißen? Ich hab's euch total schlau gemacht, ich bin hier total überfüllt reingerannt. Ich töte mal Zombie-Schwein. Stirb, Zombie-Pick. Stirb. Den würde ich nicht angreifen. Ich weiß, es kommen nämlich die anderen, aber ich will diese Goldnuggets haben. Ja, das wollte ich. Ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Ich habe schon ganz oft diese Dinger getötet. Also von den Dingern habe ich schon ein bisschen Erfahrung. Oh Mann, ich schmeiße diesen scheiß Nether-Rack weg. Ich will jetzt farmen. Oh, Gecko, du bist aber drin im Spiel, ne? Also ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich vergessen habe, dich einzuladen. Ich war mir gerade nicht sicher. Okay, hier hat sich jemand runtergebaut. Komisch. Na, wieder nach oben. Oh Mann, jemand baut mein Weizen ab und setzt jetzt mal die Samen dann wieder. Ja, so war es mies, ne? Hab ich auch schon mal gehabt, dass er einmal weggenommen wurde. Wenn schon jemand irgendwas klaut, dann wenigstens, also wenn jemand schon was rausnehmen kann, ist wenigstens wieder neu pflanzen dann. What the fuck? Komm mal, ein Schwein von oben runter. Regnet schon wieder Schweine hier, wo ich gerade bin. Kommt der nächste Schwein angejumpt. Ja, hier kam gerade, ich stehe auf einmal Bahn, kommt da ein Schwein runtergeklatscht. Aber solange ich noch weiß, wo der Spawn ist, geht das alles noch. Weil da werfe ich dann ganz schnell erstmal so in der Pelle rüber und geht das. Kannst du gleich mal Jump'n'Watchen ausprobieren? Also, wenn du baust, dann kann ich das ausprobieren auf jeden Fall. Aber erst, wenn es so ein bisschen mehr ist, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie nur 10 Sprünge habe und dann bin ich durch oder so. Ja, vor allen Dingen auf Xbox ist ja generell, glaube ich, ein bisschen deutsch schwer. Guck dir mal so einen Schleimball an. Pfeif dich. Aus diesem komischen Nether-Quarz konnte man noch diese Nether-Quarz-Blöcke machen, ne? Ja. Ja. Sehr gut, dann brauche ich mir ein paar Blöcke. Kann ich mein Haus ein bisschen verschönern. Ja, weil ich fahre mir gerade so viel Nether-Quarz, das ist nicht für irgendwas damit machen. Ich weiß noch damals, da dachte ich irgendwie, aus Nether-Quarz kann man sich irgendwie ein Schwert bauen oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Hast du so hören? Ja, wenn es ein Smaragd-Schwerte geben würde. Smaragd? Gibt's ja hier bei Minecraft auf der 360 noch nicht. Aber so ein Smaragd-Schwert wird eigentlich auch funktionieren. Oder irgendwie, wenn du so zum Beispiel... Nimmst du unten einen Stock, darüber einen Smaragd und darüber dann Eisen, so ein Smaragdschwert aus Eisen, dann einfach nur sowas. Was eine Art wäre, glaube ich, auch cool. Ja, das wäre schon geil. Boah. Mann, alter Scheiß, kratzen im Hals. Und dann ist noch so ein Zombie-Schwein. Aber ich würde bei den Schweinen cool, dann kriegst du mal diese Goldnuggets, daraus kannst du dann wieder bald Zombie-Schwein. Zombie-Schwein. Ja, man muss diese Dinger mal töten, weil die Dinger kommen an. Das Schlimmste ist immer noch, wenn 4 oder 5 Stück dann direkt neben dir sind. Und du dann komplett umzingelt bist von den Drecksdingern. Ich kann dir einen Unsichtbarkeitsschrank machen, das kann ich. Ja, aber ich gucke hier gerade so im Nether, ne? Riesiges Lavameer. Sieht doch geil aus. So ganz im Boden voller Lava, wenn du runter guckst, sieht auch fett aus. Und was ist, wenn ich das Nether-Portal zubaue mit Erde? Dann baue ich mich wieder raus. Also willst du mich hier drin einsperren, oder wie? Ja. Indem du das komplett ausmachst. Ja, dann wärst du natürlich ein Arschloch, ne? Also dann wärst du wirklich das 0-plus-Ultra-Arschloch. Aber ich glaube, dann würde ich dich eher rauskicken aus der Party, also... Nee, bin ich nicht, also. Ich hau dich dann einfach raus, wenn es mir zu viel wird. I have ya the power here, Underman. Ist ja meine Lobby. Geht das? Underman. Top-Tidian-Maschine. Ach, sehr gut, da oben ist noch was zum Töten.